Willkommen heute zu meinem Video. Heute machen wir wieder ein neues Video. Heute machen wir ein ganz, ganz schönes Video. Heute male ich einen Spielplatz. Und ja, ich kann auch richtig gut malen. Und ja, lass einfach anfangen. Also das sind die Farben, die ich hier habe. Also ich könnt sie ja sehen hier. Und jetzt fangen wir an. Erstmal nehme ich einen Bleistift, weil dann mache ich erstmal die ganze Sache hier raus und dann mache ich das also ab. Also ich habe jetzt einen Bleistift und einen Radiergummi und einen Anspitzer, wegen manchmal muss ich auch meinen Stift anspitzen. Also machen wir erstmal das Sand. Also den Sand mache ich erstmal so einen Strich. So. Das ist erst den Anfang, Leute. Also jetzt mache ich erstmal braun. Braun brauche ich. Das, wegen Sand ist eigentlich so grau, aber jetzt mache ich einfach. Also. Hey Leute. Und Leute, ich versuche auch ohne zu durchzumalen, wegen. Ohne durchmalen sieht es ein bisschen schöner aus. Also versuche ich ohne zu durchmalen. Früher, Leute, immer wo ich klein war, wo ich so ein bisschen so richtig. Bisschen so durchgemalt, da war ich so sauer. Da habe ich einfach mit einem Normalbrot habe ich einfach die nächste Seite gemacht. Wegen ich war so sauer, wenn ich immer durchgemalt. Ich war einfach so sauer. Ich weiß nicht warum, aber jetzt bin ich nicht mehr sauer. Also wenn ich jetzt ein bisschen durchmache, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber viele malen manchmal durch. Also vielleicht kann ich auch mit dem Radiergummi ein bisschen versuchen. Dann an dem Ende, wenn ich irgendwo durchgemalt habe, dann versuche ich mal ein bisschen so mit dem Radiergummi wegradieren. Ich weiß, Buntstifte geht es nicht, aber vielleicht geht es so ein bisschen weg. So, Leute. Sieht erstmal so aus. Sieht schön aus für mich. Sieht echt schön aus. Ich mache es extra ein bisschen schnell, dass ich dann die Schaukel machen kann und so. Und die Sachen. Aber Leute, schreibt mal unten bei die Kommentare, dass ich schon mal einen Spielplatz gemalt habe, weil ich habe noch nie einen Spielplatz gemalt. Also das ist mein erstes Mal einen Spielplatz gemalt habe. Ich habe schon mein Haus gemalt und so. Und ein Auto und so. Wenn ihr ein zweites Video davon wollt, dann gebt mir so 80 Likes nochmal. Wenn ihr ein zweites Video davon sagt. Oh, mein Stift wird schon fast hart. Aber gleich bin ich schon fertig. So, noch ein bisschen. Hau. Oh, tut ein bisschen. Ja, ist schon okay. Ihr müsst auch richtig aufpassen mit die wenn ihr also richtig spitze Stiften haben, dann müsst ihr aufpassen. Wegen, es kennt doch direkt dann richtig und dann. Kennt ihr auch manchmal bluten, das passiert auch manchmal, also mal ein bisschen die Ecken, dass man nicht so viel weiß sieht, so. Okay, das war's, jetzt mache ich die Rutsche, also die Rutsche wird hier sein, soll ich so eine schiefe Rutsche machen oder so eine gerade, also ich glaube so eine schiefe, wegen einer schiefe sieht es glaube ich so besser aus. Und so eine. So eine. Und dann. Ach, ich weiß jetzt gerade nicht. Oder. Oh mein Gott. Okay, ich weiß gerade nicht, was zu machen soll. Ich nochmal so. Okay, Leute. So sieht es jetzt aus, Leute. Ja. Also erstmal mache ich auch diese kleine, dass man also auch so guckt, Leute, ihr wisst ja, kletterisch haben so eine dicke Treppen, deswegen wollte ich jetzt machen, dass es nicht so komisch aussieht, also dass es nicht so aussieht, dass die so dick sind. Ups, wieder durchgemalt. Warte, ich bin in dem Radiergummi. Oh mein Gott, der Radiergummi ist so schlecht. Geht der Radiergummi? Also, ich kann gut, echt gut Menschen malen. Also, ich gebe jetzt mein Bestes. Ich hoffe, ich male jetzt gut. Oh, nein. Stift angespitzt, weil es ja kaputt war. Also, jetzt mache ich einfach den Kopf.
Okay, Leute. Das sieht jetzt richtig schön aus schon. Also ich habe schon alles ausgemalt. Und das Ende sage ich euch, was das alles ist, was ich alles also gemacht habe. Oh, die Hand mag ich nicht wirklich, aber jetzt auch nicht so schlimm. Die Hand sieht einem, diese Hand und diese Hand sieht nicht so gut aus, aber nicht so schlimm. Außerdem habe ich mit dem Bleistift. Jetzt bin ich schon fast fertig, Leute. Also, schon fast fertig. Also, das war viel. Also, das war richtig hart, Leute. Also, wow. So, Leute. Jetzt muss ich noch den Himmel machen. Dann bin ich schon fertig. Also, gleich sage ich euch, was ich gemacht habe. Das sieht schon so schön aus, Leute. Ich freue mich schon, wenn ich fertig bin, Leute. Und wenn ich fertig mit diesem Malen bin, diesen schönen Foto, also dieses schöne Bild, dann schenke ich das meiner Mama. Wegen meiner Mama und Papa, die sind gerade in der Arbeit. Und dann schenke ich die das und dann freuen die sich so, so doll. Weil die haben noch nie gesehen, wie ich ein Spielplatz gemacht habe. Alleine, Leute, alleine. Das kann eigentlich nur Künstler machen oder so. Oder die Kinder, die 10 sind. Aber ich bin erst 7. Leute, ja, 7. Also jetzt bin ich fertig, Leute. Jetzt kann ich euch sagen, was ich gemalt habe. Also ihr wisst, das ist die Sonne und das ist die Rutsche und das ist die Treppe. Ich wollte so die Treppe machen. Hier, das ist die Treppe. Und das bin ich, das ist mein Bruder und das ist eine Schaukel und das hier, kennt ihr das, dieses, wenn so ein Kletterrost, wo man dann so ganz Zeit so klettert mit den Händen und dann ist so immer so schwer. Also wenn man das jetzt die Treppe und dann da sind schon ein paar Stöcker daran. Das haben wir auch in meiner Schule in Hort. Und dann klettern wir immer so daran. Und das ist immer so hart. Und das habe ich da gemalt. Das ist auch manchmal bei Spielplätzen da. Also, das ist wirklich cool. Aber immer, wenn ich das mache, meine Hand wird direkt rot sein. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe nur bis bei die zweite. Dann fällt ich direkt runter, Leute. Also. So ist das Bild. So sieht dieses Bild aus, Leute. Also ihr seht ja, alles habe ich ja erklärt. Also Schaukel, also Sonne, bin ich in der Rutsche, meine Brüder beiden. Und das ist so ein Klettergerüst, das ist meine Schwester. Ich habe echt eine große Familie, Leute. Also so sieht das Bild aus, Leute. Das habt ihr gerade gesehen. Das schenke ich meinen Eltern, wenn die wieder zurückkommen für die Arbeit. Und Leute, nicht vergessen zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Und ja, ich hoffe, dir wieder zu gefallen. Und ja, peace.